Es gibt noch eine Idee vom Wiener Landtagsabgeordneten Christoph Chorherr. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit der näher beschäftigt haben. Er will Städte bauen in jenen Ländern, die Krisengebiete sind, statt Flüchtlingslagern, und die Menschen dort konzentrieren. Diese Charter-Cities. Also er hat da alle möglichen Aufsätze geschrieben. Das klingt ja fast schon ein bisschen, versuchen wir sie nur ja dort zu halten. Kennen Sie diese Idee? Also ich hätte für diese Frage drei konkrete Vorschläge. Also erstens, dort, wo Kriege stattfinden, müssen wir uns auch als Europa sehr viel mehr bemühen, auch Friedensinitiativen zu schaffen, auch mittelfristig. Ja, ist ganz eine schwierige Frage. Aber man kann nicht einfach kapitulieren. Das Zweite ist, darf ich es nur kurz fertig sagen? Das Zweite ist auch die Frage der Entwicklungszusammenarbeit. Nein, Entwicklungszusammenarbeit, das ist eine Verpflichtung, die Österreich nicht wahrnimmt. Ja. Und das Dritte ist natürlich diese fairen Handelsbeziehungen. Ich glaube, damit könnte man schon einiges auch an Problemdruck entschärfen. Hier ist Frank Stronach gesessen vor einer Woche. Der hat gesagt, also was er alles genau gesagt hat, kann ich jetzt nicht wiedergeben. Das können wir auch noch besprechen. Aber er hat auch gesagt, die UNO, die NATO soll in diese Krisengebiete einmarschieren, soll Schutzzonen bauen und soll sich das nicht mehr gefallen lassen, was dort gemacht wird an Niedermetzelungen und unglaublichen Grausamkeiten. Interessant war die Reaktion, dass sehr viele Leute nachher gesagt haben, na, das war ja eigentlich verständlich und vernünftig. Also ich glaube, für einen Friedensplan im Nahen Osten oder Syrien, Irak, das ist eine hochkomplexe, schwierige Geschichte. Aber dass man auch in den letzten Jahren hier viele Fehler gemacht hat, auch als westliche Länder, also die auch ihre Interessen hatten, Rüstungsindustrien etc., es liegt auf der Hand. Aber sich zu überlegen, wo kann man die politisch stabilen Kräfte unterstützen, kann in Irak zum Beispiel der Fall sein, ja, auch hier europäische Initiativen anzugehen, also dem werden wir uns nicht entziehen können. Wiewohl mir sehr bewusst ist, dass es eine extrem schwierige und ja, fast unlösbare Aufgabe ist. Ja.